Natürlich immer im Auto. Scharf ist es, aber es ist versaut wieder wie immer. Also was haben wir denn jetzt da? Ja, was haben wir da Schönes? Ja, ich muss vorsichtig schneiden. Das Ding ist total voll von oben bis unten mit Messer. Das Paket war, sieht so klein und harmlos aus, aber das täuscht. Ne? Also wir haben, ja, das ist jetzt, wir haben ein bisschen was eingekauft. Was hat er dann da reingelegt? Das ist die Rechnung. Guck mal, wie dick die ist. Nein, Zertifikate. Das sind die Zertifikate vom Tim. Ich dachte schon, die Rechnung. Okay. Also, Moment mal, sind die alle? Also, Zertifikate. 1, oh Gottes Willen. 2, 3. Ich bin ja schon gefragt, wann die kommen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15 Messer. Da ist ja der Sommer vorbei. Mensch, was haben wir wieder alles gekauft, sag mal. Also, dann gucken wir mal, was wir da so gekauft haben. Gleich das erste. Das ist das selbst geschmiedete. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, und den Damast macht er inzwischen echt gut, ne? Was haben wir denn da alles Schönes? Du, das haben wir auch noch nie gemacht. Unboxing im Auto. Warte mal. Ja, das ist halt so ein Pull-Up mit Kater. So ein Klassiker, die gibt es günstig, günstig. Glaube ich auch eins, gut. Ja, du hast auch eins davon, was haben wir da? Mit dem esse ich inzwischen jeden Tag. Oh ja, das ist eins von den ganz... Ultra selten. Das ist dieses hellblaue... Türkiser Mammut. Und da, guck mal den Damast. Ja, was ist, wie heißt das Ding? Das ist diese, ja, Würfel irgendwas, genau das war das. Türkiser Mammut. Das ist Tiffany Mammut. Ja, das ist einer meiner Favoriten. Das ist das, was so gut gelaufen ist. Oh... Das lief so gut. Das ist ja diese neue Klinge. Auch alles selbst geschmiedet von Tim. Ah, das ist so schön glatt. Das ist so schön. Und eben mit diesen neuen Linern, die gefasst sind. Ah, ist herrlich. Das hat er jetzt richtig gut drauf. Das ist mein Favorit. Vielleicht, ja. Ich habe aber auch schon so viel Messer. Ich kann ja nicht alle Messer immer selbst behalten. Dennis, was haben wir da alles eingekauft? Das ist ja verrückt. So, was haben wir denn hier? Das mit den goldenen Schrauben. Das ist das, das ist das ganz teure, glaube ich. 24 Karat Goldschrauben. Ja. Auch mit den Damast dann. Ah ja, das ist das, was am besten, glaube ich, lief. Das da und das andere da. Boah, die laufen, ey, das ist verrückt. Also, das sind schon... Das hört gar nicht auf. Sind das überhaupt alle Zertifikate? Sagen wir, das ist ja verrückt. Das ist wieder so der Klassiker von ihm. Eben aber jetzt nicht in der Mitte, sondern Polster mit Elfenbein und. Das ist wahrscheinlich Horn, oder? Ja, oder Horn und Holz. Damals. Oh, das ja. Fand ich so schön mit diesem brutal rustikalen Horn. Das ist halt doch ein Klassiker hier von dem kleinen Neffe. Alles schön geschmiedet von unserem Tim. So, ah, das ist auch noch so ganz schönes. Aber das ist halt der klassische Style, auch super schön. Auch geschmiedet. Auch selber geschmiedet. Das ist doch. Du, waren das überhaupt alle Zertifikate? Das hört gar nicht auf hier. Guck mal, hier haben wir was zum Einstieg, glaube Ebenholz oder so. Die Einstiegsdroge für unter 400 oder unter 300. Ich weiß gar nicht genau die Preise alle. Da ist nochmal eins. Das ist ganz schön hier mit dieser. Struktur vom Holz. So, das ist ein recht teures Paket hier. Ein teures Paket. So, da haben wir mal wieder. Ah, das hat mir auch so gut gefallen. Das ist auch. Oh, das ist doch Koralle, toll. Oder? Das ist, glaube ich, Koralle, ja. Da müssen wir dann gucken bei den Zertifikaten. Oh, viel Spaß beim Raussuchen. Was ist das jetzt für Stahl? Ah, das ist auch wieder so selbst geschmiedet, aber das. Wie viel musst du da schon drauf hat, ist irre, ne? Ja. Also das ist halt schon. Ha. Gehen die Dinger, das ist einfach verrückt. Ja, also du transportierst jetzt ganz schön viel da in deinem Kofferraum. Das ist auch schön. Der Messerkarton kostet dreimal so viel wie das Auto. Mit Burlap und Carbon und auch wieder mit dem selbstgeschmiedeten. Dann haben wir noch ein Westinghouse mitgenommen. Ja, ich glaube Westinghouse war auch noch dabei. Aber wir sind noch nicht fertig. Also eins hatten wir auch schon mal gehabt. Das ist auch schön. Eine Holzmaserung. Ja. So was hatten wir auch schon mal. Das ist jetzt mit normaler Klinge. Die glänzt schon, die Phase, so scharf ist die. Ist auch sehr schön. Das hört gar nicht auf, Dennis. Das hört gar nicht auf.
Ah ja, das ist auch noch herrlich. Guck mal hier. Ist auch sehr schön. Und scharf, so wie das aussieht. Lisa. So. Da haben wir noch, das ist das letzte jetzt, glaube ich, gewesen. Ne? Ja, das letzte. Das ist noch eins von den günstigen, nicht geschmiedet. Wir sind fertig. Aber es sind die Einstiegsdrogen hier. Gehen wir nach, dann haben wir 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15, also 15 Messer, 15 Zertifikate. Viel Spaß, da kannst du die Zertifikate raus. Kann ich heute Abend puzzeln, was gehört zu was. Ich mach die wieder rein. Also das ist auch das, eine größere Lieferung. Das ist halt Hammer. Ja, ultra selten. Ja. Das ist nicht eingefärbt, das entsteht halt bei der Versteinerung mit verschiedenen Arten von Mineralien da drin. Und hier türkiser Mammut ist halt einfach ultra selten. Er hat Griffmaterial nur gefunden für zwei Stück. Ja, zwei hat er gehabt. Zwei hat er, glaube ich, gehabt. Ne? Das haben wir ja im Video auch aufgezeigt. Genau, und dann hat hier dieser Würfeldamast, das ist natürlich auch stark. Ne? Geht die da wieder rein? Abgefahren. Das ist natürlich auch toll. Das ist auch toll. Das ist auch toll. Das sieht aus wie Pistazien. Was wären die Kosten? Weißt du das noch? Ich glaube unter 300 sogar. Hm? Ja, die ganz einfachen, ja, aber das ist natürlich Spitzenklasse. Also das ist auch noch was für ein Favorit hier für mich. Also das sind... Das ist etwas für die Hardcore-Sammler. Ultra selten. Ja. Da brauchst du dann die Tiffany Rolex dazu, ne? Ja, die wird passen. Die passt. Die wird passen. So. Ja, okay, schöne Holzart hat halt auch immer... Jetzt hat er in Amerika, wir haben gestern mit ihm telefoniert, also er hat in Amerika ganz viele seltene Ware mitgekriegt, also Material. Das hat sich sehr gelohnt für ihn. Er hat einiges verkauft und gleich wieder neu investiert. Das finde ich aber auch super. Ja, das ist voll rustikal. Richtig, das ist so Jäger-Style-mäßig, ne? Aber ganz ehrlich, das ist auch eins richtig schwarze. Man kann sich gar nicht entscheiden. Wie heißt es beim Horn? Barke? Ja, kann sein. Ich weiß nicht genau, ich bin ja kein Jäger, ne? Können Sie mal drunter schreiben. Aber das finde ich, das ist so richtig oldschool, rustikal, so ne? Jägertaschenmesser, aber halt doch in seinem Design, ne? Mit selbstgeschmiedetem Damast. Ja, das ist dann halt Königsklasse, weißt du, Messer bauen können viele, aber noch den eigenen Stahl für die eigene Klinge herstellen. Ja, das ist eigentlich mein Favorit hier. Das fühlt sich so gut an. Das ist schon mal, wie das schön glatt poliert hat. Hammer. Was ist denn das? Horn? Ja, es kann aber auch ein Mammut sein. Ja, das stimmt. Ja. Mit diesem Rot im Mammut, hast du das schon mal gesehen? Nee, das ist wie gesagt, aber es ist auch wieder ganz was Spezielles. Das kann aber auch so Walross oder... Ja, also irgendwas mit Narwal hat er doch Narwal, irgendwas gehabt. Walross. Das kann sein. Oder du hast auch manchmal dieses vom Warzenschwein, weißt du? Ja, das Horn. Ja, das kann aber das sein. Ist, ja, da muss man... Ja gut, wir haben jetzt Zertifikat. Jetzt gucken, kannst du ja würfeln hier oder mischen hier. Super. Jetzt kannst du Karten spielen. Also, wir haben Coco Polo, wir haben, was ich wieder nicht lesen kann. Können die Franzosen nicht mehr in Deutsch schreiben? Das ist das Scheiße hier. Mit hier. Grenadil ist wieder was mit Holz. Okay, Mikata, das erkenne ich. Da muss ich wieder Google anschmeißen. Coco Polo wieder. Ivory. Fossil irgendwas, also Mammut. Mikata. Fossil irgendwas wieder Mammut. Was ist das da? Morta. Morta. Kann auch Holz, was Holz wahrscheinlich. Morta, auch wieder Chimbre, Holz. Tot. Vielleicht das Schwarze. Wieder was Fossiles, Ivory halt irgendwas. Da sagen dem Kunden einfach, dass hier Narwal, siehst du? Ja, doch. Ich glaube, das könnte es sein. Wir sagen dem Kunden, er darf sich ein Zertifikat aussuchen. Ja, aber das Problem ist, jetzt müssten wir wieder ein Bild machen, ihm sagen, was passt denn jetzt, was ist denn, welches Zertifikat gehört jetzt bitte schön zu welchem? Nee, wir müssen das wieder übersetzen. Ja, gut, viel Spaß. So, Schatz, wir gehen, haben gut gegessen. Das war Langeweile. Wir brauchen jemanden, der 15 Zertifikate übersetzt. Naja, Mikata und Coco Polo, das kriegen wir noch hin, ja, aber dann hast du mehrere. Das ist einfach. Fantastisch. Das ist geil, gell? Ja, es passt halt die neue Klinge. Es hat zwar einen Recurve, aber die lassen sich trotzdem auch gut nachschleifen. Wir haben auch, darf ich nicht zeigen, gell? Wir haben auch das Richtige zum Scharf machen. Das kannst du zeigen, jetzt ist es ja schon wurscht. Ja, das ist einfach mein Favorit.
Und da ist auch Recurve kein Problem mehr. Weil du hältst dann die Klinge und ziehst das Ding einfach den Recurve schön drüber. Ja, genau. Kein Problem mehr. Und das ist auch ganz immobil. So, die Familie wird unruhig, wir müssen gehen. Jawohl. Die Hunde proben hier schon Aufstand und die Kiddies gleich mit.